Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Charles Fleischhauer Geheimnisvolle Geschichte. Heute eine super interessante Sendung. Ich habe hier einen Gast, das ist Mike von dem Projekt Lebendige Steine der Ahnen. Und diese Sendung beschäftigt sich mit dem Thema die Kraft der Steine, geheimnisvolle Megalithe. Es geht um alte Steinanlagen, die uns von unseren Ahnen aus prähistorischer Zeit oder aus der Vorzeit überliefert sind oder noch erhalten sind. Und ja, Mike beschäftigt sich mit diesem Thema. Er erforscht diese Steine und er erforscht sie weniger historisch. Ja, das können die Archäologen und Geschichtsforscher vielleicht besser, sondern Mike erforscht diese Steine in Hinblick auf ihre Kraft, auf ihre Wirkungsweise, was diese Anlagen praktisch bei Menschen bewirken können, wozu sie wahrscheinlich gebaut worden sind, solche Dinge, was sie heute noch können, was für eine spirituelle Bedeutung sie haben. Das heißt, du näherst dich dem Thema, sage ich mal, eher aus der esoterischen Richtung, wenn man das mal so vereinfacht sagen kann. Und da wollen wir uns heute drüber unterhalten, die Kraft der Steine. Hallo Mike, schön, dass du da bist. Hallo, ja, freut mich sehr. Ja, super. Ja, vielleicht können wir ja mal so einsteigen damit, dass du mal ein bisschen erklärst, wie bist du zu diesem Thema gekommen, dich mit diesen Steinanlagen zu befassen und welche Themen hängen da sonst noch dran? Wie gesagt, dein Projekt hat ja auch mit Ahnen zu tun und Spiritualität. Genau, also vor 6 Jahren genau sind die Steine eher zu mir gekommen. Ich war im Urlaub in Rearik und habe aus dem Augenwinkel so eine megalithische Anlage gesehen. Dann bin ich da hingegangen und habe mich da reingelegt und wurde voll aufgeladen. Mir ging es richtig gut und dann war natürlich mein Interesse geweckt, was es damit auf sich hat und was sich dahinter verbirgt. Habe dann im Ort weiter geforscht, ob es da noch mehr gibt. Ja. Und bin dann zu einem noch anderen hingefahren und da habe ich so überlegt, weil ich auch aus der Baubranche komme, das war für mich keine Gräber, das wird immer als Gräber ausgegeben. Habe dann darüber nachgedacht und dann war das wie so eine Vision, wie so ein Flash, wo mir gezeigt wurde, wofür die Anlagen eigentlich sind. So. Vielleicht bevor wir darauf dann näher zu sprechen kommen, wofür diese Anlagen errichtet worden sind, würde mich nochmal interessieren, was für Arten von Steinanlagen gibt es? Also ich als Laie oder relativer Laie fallen mir jetzt so spontan Stichworte ein, wie es gibt Findlinge, Menhire, Dolmen, Hünengräber, Megalithanlagen. Ist das alles dasselbe? Wie unterscheiden die sich? Was sind da überhaupt so die Kategorien, dass wir uns so ein bisschen so dem Thema mal so schrittweise annähern? Ja, ich kann es nur aus meiner Erfahrung, was ich jetzt aus meiner Recherche, also es gibt wirklich viele megalithische Anlagen. Manchmal hatte ich auch das Gefühl, dass es mal eine Zeit gab, wo die Menschen nichts Besseres zu tun hatten, als den ganzen Tag Steine durch die Gegend zu schleppen. Es gibt Ringanlagen, die für Sternbeobachtungen genutzt worden oder so Dolm. In Russland wird das Dolm genannt. Hier heißt es halt Großsteingräber. Das sind eher wie so Kammern. Das ist so Kammern angelegt mit einem äußeren Steinkreis ringsrum. Dann gibt es noch Steinkreise an sich. Da gibt es viele in Portugal. Da waren wir auch. Und dann gibt es die Menhire noch, die energetische Punkte auf der Erde markieren. Ja, gibt es einiges. Dann die ganzen in Frankreich. Ja, ist alles voll davon. Man könnte im gewissen Sinne noch ägyptische Obelisken vielleicht dazu zählen, wobei wir heute nicht auf das Ägypten-Thema so eingehen wollen, weil das ein Thema für sich ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie damit auch irgendwo zu tun haben. Und diese Dolmen interessieren uns ja besonders, wo du sagst, hier heißen die Großsteingräber. Mhm. Da sagt ja, soweit ich weiß, oder Hünengräber, es ist dasselbe, ne? Ja, das fand ich auch interessant, habe ich geforscht, Hünengräber. Hühne nennt man ja einen großen Mann oder jemand Großes. Und da hat mir auch mal einer gesagt, das ist nicht auf körperlich groß bezogen, sondern auf
innerlich, also wenn es ein großer Mensch, der was Tolles bewirkt hat oder sowas als groß, dann hat das nochmal anderen Sinn gemacht. Aber da lernen wir ja praktisch von der Archäologie, dass diese Gräber vielleicht so Fürstengräber waren oder dort gesellschaftlich hochgestellte Personen halt in so mehr oder weniger vielleicht prunkvollen oder aufwendigen Grabanlagen bestattet wurden. Aber deine Forschung gehen ja in eine andere Richtung oder deine Erfahrungen mit solchen Orten. Ja, also meine Wahrnehmung, genau. Ja. Kannst du es ja mal erzählen, wie gehst du da vor? Also du findest jetzt irgendwo so ein Großsteingrab, so ein Dolmen und was machst du damit? Da fährst du hin und... Genau, ich fahre da hin, gucke mir das an und erstmal muss man innerlich sehr ruhig werden mit sich, also nicht viel wild rumdenken, einfach innerlich ruhig werden und dann nähert man sich dem und dann schaue ich, was in mir sich bewegt und dann schaue ich, was da kommt, was da sich, ja, mittlerweile hat man ja auch mehr Erfahrung, habe ich schon mehr Erfahrung gesammelt, auf was ich da achten muss und so erforsche ich immer mehr. Die haben alle eine unterschiedliche Ausrichtung. Da gibt es welche, die sind für Männlichkeit, welche für Weiblichkeit, für Übergangssachen, für ganz weise Menschen, die viel Wissen gesammelt haben, für die Jugend, also für die Kindheit. Da gibt es ganz viele verschiedene Dolmen, Heilung, alles Mögliche. Und da erforscht man dann immer, für was dieser Dolmen da errichtet wurde. Ja. Und praktisch dein, wenn ich das richtig verstehe, dein Messinstrument, um das so zu ermitteln, ist praktisch die eigene Wahrnehmung, deine eigene Sensibilität. Die eigenen Sinn, die eigene Seele eigentlich, ja. Das. Also man muss schon offen sein. Also es gibt auch Menschen, die wahrscheinlich sich so eine Anlage betreten und sagen, ich spüre hier gar nichts. Habe ich ein ganz lustiges Beispiel, habe ich auch einen Freund mitgenommen, habe gesagt, hier, stell dich mal auf den Stein, guck mal, wie es für dich ist. Nach einer halben Stunde kam er dann wieder und sagte zu mir, Mike, ich habe nichts gespürt. So, das ist interessant, eine halbe Stunde nichts spüren, auf dem Stein stehen, ist auch schon spannend, ja. Also, ja, es ist eine Frage. Das ist nicht immer bewusst. Das ist eine Frage, ja, wie ist man selber eingestellt? Der Mensch ist natürlich kein Messgerät, aber würden wir jetzt mal sagen, wir wären das Messgerät, um da irgendwas festzustellen, dann muss man natürlich auch fein kalibriert sein und offen dafür. Ich meine, es gibt Menschen, die spüren von jemand anderem die Aura oder den Charakter oder sehen was in den Augen und dann gibt es andere, die sehen nichts. Ich habe da auch schon mal erlebt, dass ich eine Person irgendwie wahrnehme und dann erzähle, ja, den schätze ich so und so ein. Ja, wieso? Woran machst du das jetzt fest? Ja, weiß ich nicht. Ich spüre das, ne? Und so ist es natürlich auch mit Kraftorten. Ja. Ich finde es aber interessant, weil ja schon diese Anlagen, die du erforscht, unterscheiden sich von anderen Kraftorten auf eine Art und Weise, weil sie künstlich geschaffen sind. Es gibt ja so Kraftorte, irgendwelche Berge oder wie im Schamanismus oft auch heilige Steine ja teilweise, die aber irgendwie natürlich irgendwo stehen. Und jetzt sind es aber Orte, die vom Menschen geschaffen wurden in einer gewissen Kulturstufe oder Bewusstseinsstufe und Zwecke erfüllen und eben ja auch ähnlich wie bei den Pyramiden, nicht einfach nur Gräber sind, sondern was machen. Und was glaubst du denn, wie die Menschen früher diese Anlagen konkret genutzt haben? Waren das so eine Art Heilort? Ist man da reingegangen, um Heilung zu erfahren? Oder wurden die von Schamanen genutzt? Oder was hast du für Ideen dazu? Also den ersten, wo ich mich dann wirklich richtig bewusst mit verbunden habe, da wurden mir quasi gezeigt, dass die Dolmen wie Wissensspeicher sind. Und wie so eine lebendige Universität oder Bibliothek, wo lebendiges Wissen abgespeichert wurde, wo man hingehen kann, um sich damit wieder zu verbinden. Die erste Botschaft, die ich bekommen habe, war, dass die Menschen früher für das Leben gelebt haben. Das musste ich erstmal sacken lassen und verdauen und verstehen, was es da ist. Und ist mir klar geworden, dass wir das heute gar nicht mehr machen. Ja, also wir leben eher, um existieren zu können, aber nicht fürs Leben so, ja, dass das sich verbessert oder schöner wird. Und dann war das nächste Jahr, wie speichert man das Wissen denn ab, was man dann gesammelt hat? Und dafür wurden dann diese Dolmen errichtet. Und in völlig verschiedenen Lebensbereichen, ja, haben die dann diese Dolmen errichtet. Ja. Und meinst du, dass dort
Ja, wenn man jetzt so an religiöse Vorstellungen denkt, dass dort irgendwie wie in so Tempeln gewisse Gottheiten oder Wesenheiten verehrt wurden, oder glaubst du, spielt das eher weniger eine Rolle? Nee, also das ist, ich finde auch nicht, dass es ein Kult ist, würde ich überhaupt nicht sagen. Das war alles sehr wahrhaftig und die haben halt noch sehr im Einklang mit der Natur gelebt. Und das waren einfach nur so Punkte, wo man hinkommen konnte. Es ging auch sehr um das soziale Miteinander, ja, und um da hinzukommen, um bessere Entscheidungen zu treffen, die für sich und für die Gemeinschaft einfach gut waren, ja. Und die wichtig waren, einfach um das soziale Leben zu gestalten, ja. Da muss ich spontan auch dran denken, es gab ja bei den Germanen so diese Thingplätze, wo sie auch ihre Versammlungen hatten. Und verstanden, fanden die nicht auch entweder, glaube ich, unter speziellen Bäumen statt oder auch auf Steinen, glaube ich, ne? Oder bei so Steinformationen. Bei heiligen Steinen, genau. Das ist, glaube ich, von denen noch übrig. Es begegnen uns auch immer oft häufiger dann Bäume, wichtige Bäume, die auch früher ein Teil vom Gemeinschaftsleben waren und ganz wichtigen Aufgaben hatten da in der Gemeinschaft, weil darüber konnte die Natur mit in die gemeinschaftlichen Gefüge einwirken. Was machst du in deinen Forschungen konkret? Also ich glaube, du hast ja deutschlandweit, glaube ich, so gut wie alle Dolmen, die existieren, und Megalithanlagen besucht, nee, oder mehr, aber unzählige, ne? Also ich einige, ja, genau. Aber da kommen noch so viel davor. Ich mach's meistens jetzt so, es sind auch viele versetzt worden, umgebaut worden oder komplett weg. Es gibt im Internet so eine Liste, da kann man sich die so anschauen. Dann gucke ich mir schon immer an und kann schon am Bild erkennen, ob der noch energetisch aktiv ist oder eher nicht. Erkennst du das? Das ist vom Gefühl und aus Erfahrung heraus so. Ne? Mhm. Wenn man schon so viele gesehen und gespürt hat, merkt man, da ist nichts. Oder es gibt auch welche, die sind neu zusammengesetzt. Da ist quasi die innere energetische Struktur durcheinander. Und so fühlt sich dann das auch an, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagen kann für unsere Zuschauer, guckt doch mal, wo bei euch in der Umgebung noch so eine Großsteinanlage ist und geht da hin, weil einige gar nicht mehr richtig funktionieren. Genau. Also das ist, wenn sich ein schönes, wohliges Gefühl einstellt, dann kann man davon ausgehen, dass der energetisch aktiv ist. Bei anderen, also wir haben auch schon einige, wo einfach nichts ist. Die sind dann auch nicht, ist dann nichts mehr da. Und in welchen Ländern hast du solche Anlagen jetzt schon überall besucht? Also wir waren in Portugal, da gibt es Steine. Also ich muss dazu sagen, diese Dolmen oder Großsteingräber oder megalithischen Anlagen sind weltweit. Also das ist egal wo, Korea, Japan, überall, wo man es nicht denkt, ja, oder für möglich hält. Ich war bis jetzt in Portugal und in Russland. In Russland sind die noch mal spezieller und noch mal älter und noch mal anders gebaut. Da ist auch die Geschichte noch mal. Das musst du näher erklären. Russland ist interessant. Ja, weil Russland ist ja auch eine Region, wo archäologisch, wo man jetzt so denken könnte, da ist ja relativ wenig. Also im Vergleich zum alten Griechenland oder die Türkei ist ja eine Region, wo du ja von den Hethitern bis zu den Römern unglaublich viel hast. Bei Russland werden die meisten Menschen denken, so ja, für archäologische Funde oder so alte Orte relativ wenig. Arkaim ist noch ein bekannter Fundort. Aber du sagst, dort sind ganz viele solcher Dolmen und die sind alt und die unterscheiden sich von denen, die man hier findet. Erklär uns das mal genauer, das ist spannend. Ich sag's mal so, wie es da in Russland ist, die Legende so, dass sie vor 10.000 noch älter zurück. Die Menschheit, die haben schon in Einklang mit der Schöpfung gelebt und die wussten, dass die Menschheit durch eine Zeit gehen wird, wo sich die Menschen abtrennen von der Mutter Erde, vom Vater Himmel und von sich selbst, dass sie da die Verbindung verlieren. Und im Indischen wird das Kali Yuga genannt. Und es wird auch eine Zeit danach kommen, wenn die Menschen wieder sich versuchen zu erinnern oder wach zu werden. Und für diese Zeit sind dann besonders weise, alte, wissende Menschen in so einen Dolm gegangen, richtig lebendig reingegangen, haben da ihre Körper aufgelöst. Im Tibetischen gibt es das auch noch. Die tibetischen Menschen, die können das auch noch. Aber red mal weiter, dann kommen wir, bevor wir darauf zu sprechen kommen.
Da können wir, dann blenden wir dann nochmal ein Bild ein. Die haben dann auch so ein Loch vorne in der Frontplatte. Das nennt man Seelenloch. Darüber konnten die noch atmen, solange sie noch im Körper waren. Nachdem sie die Körper aufgelöst hatten, dann wurden die Löcher verschlossen. Und dann sind die quasi seelisch die ganze Zeit da präsent an dem Platz. Und da waren wir auch im Kaukasus, ist das. Also das ist ja auch interessant, weil man ja sagt, diese Anlagen sind Gräber. Und jetzt sagst du, da gab es eine Zeit, wo Menschen dort praktisch reingegangen sind, um, na, rituell sterben ist vielleicht jetzt das falsche Wort, aber auf diese Art und Weise sich zu entkörpern und dann seelisch dort in dieser Steinanlage dauerhaft präsent zu sein. Da, es kommt einem Grab in einem gewissen Sinne ja nahe. Nur ist es eine andere Art von Grab dann. Ja, ich würde es nicht Grab nehmen, weil es ist eigentlich was völlig anderes. Eher ein energetischer Ort, um die Energie da zu halten. Ja. Und die haben mir gezeigt, also es ging denen wirklich darum, dass das Leben weitergeht auf der Erde. Dafür sind die da reingegangen. Also das ist auch echt, also war sehr ergriffen, wo ich das gesehen habe. Weil die wirklich gesehen haben, dass es ernst ist und auch schwierig, wenn sich so viele vom Leben abtrennen, einfach um das Leben aufrechtzuerhalten, dass es auf der Erde weitergeht. Dafür sind die da reingegangen und warten quasi auf Menschen jetzt, die da hinkommen. Und was sie eigentlich machen, sie helfen einem, sich wieder mit sich selber zurückzuverbinden, sich zu erinnern und sich wieder mit dem Leben anzubinden. Ist das denn jetzt bei diesen russischen Dolmen so, dass dann nur ein, ja, so weise Person, Schamane, Priester, wie auch immer, da reingegangen ist und sich entkörpert hat? Oder haben das dann über die Generation mehrere gemacht, dass da die Informationen von vielen gespeichert ist? Nee, die nennen sich da Dolmenweisen und da geht immer nur einer rein und einer hat einen Dolmen. Also es sind wirklich besondere Menschen da reingegangen, die wirklich spezielles Wissen. Da ist auch alles dabei. Da geht es auch um Geld, da geht es um Gesundheit, da geht es um Geburt, was ja auch ein ganz wichtiges Thema ist, da geht es ums Stillen. Es geht um Männlichkeit, Weiblichkeit. Also es gibt alle Bereiche, die quasi für einen Menschen wichtig sind, sind dort in den Dolmen als Wissen abgespeichert. Und manche, da gibt es zum Beispiel da hellsichtige russische Leute, die da rumlaufen und diese Dolmenweisen suchen und die befragen und das dann aufschreiben in kleinen Büchlein, was denn ihre Botschaft ist und so weiter. Übersetzungen davon gibt es auch auf meiner Seite. Ja, das ist unheimlich interessant, weil ja auch Steine oder so, weiß man, dass sie auch aus der Radiästhesie Informationsträger sind und sich mit Informationen aufladen lassen, ähnlich wie auch Wasser. Das macht schon Sinn, also ich kann mir das gut vorstellen. Das ist ein guter Hinweis, die meisten Steine bei uns ist alles Granit. Und hier, also bei Dolmen, ne? Ja, bei den Dolmen. In Deutschland. Ja, auch oder in Russland. Und der Granit ist ein Stein, vom Geistigen her ist das so, der bringt einen zu sich selbst und man kann dem nicht ausweichen. Also er bringt einen zu dir selbst und lässt auch nicht locker. Ja, das fand ich ganz spannend so. Also da ist der Speicher, das ist auch am dichteste Stein zu. Ja. Das ist total interessant, aber diese, meinst du, das war dann bei den deutschen Steingräbern, die wir haben, auch so, dass sich dort so weise Menschen entkörpert haben? Nach meiner Erfahrung, also es gibt es auch, kann ich gleich erzählen. Die meisten, die wir hier haben, ist es anders. Da, nach dem Bild, was mir gegeben wurde, ist es, da sind mehrere drin. Man konnte sich quasi verbrennen lassen und die Asche wurde in einer Urne in diesen Dolm reingestellt. Das ist aber das, was man immer findet. Man findet diese Urnen bei diesen archäologischen Ausgrabungen. Oder halt, die nennen das Trichterbecherkultur. Ja. Die haben immer diese Trichterbecher gefunden, wo irgendwas drin ist. Und ein Bild, was ich mal bekommen habe, ist, dass diese Dolmen eine Art wie, weil die waren alle zugeschüttet mit Erde, alle zugedeckt. Und dann gibt es so einen seitlichen kleinen Gang, wo man so reinkriechen muss, ähnlich wie in einer Schwitzhütte. Und das funktioniert so ähnlich wie eine Gebärmutter. Man geht quasi in die Gebärmutter, in das Urgeborgenheitsgefühl und hat dann als Ratgeber die weisen Ahnen an seiner Seite, um irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Die sind dann quasi geistig, nicht seelisch, sondern geistig mit dem Dolmen verbunden.
so, die sind nicht so fest wie die in Russland, die sind komplett fest in dem Dolm, die sind auch aus dem Inkarnationszyklus, haben die sich rausgenommen. Also die sind da wirklich einzeln präsent und das ist bei uns anders, die sind geistig und dann ist das ein bisschen flexibler, ja. Wenn wir jetzt hier so einen Dolm haben oder in Russland, der noch wirklich funktionstüchtig ist, machst du da auch so Exkursionen, wo ihr die wirklich nutzt? Also im Sinne, naja, ich nenne es immer Ritual oder Zeremonie oder wenn jetzt jemand ein Problem hat, machst du solche Sachen oder begeht ihr die nur sehr individuell und fühlt halt rein und sagt dann? Nee, die kann man schon, die freuen sich auch immer, wenn man kommt. Wir haben zum Beispiel einen für Partnerschaft, wenn ich mich mit meiner Frau, wenn wir da Schwierigkeiten haben, fahren wir immer dahin. Und das ist halt das Spannende, weil sie einen immer wieder auf die Essenz zurückbringen, entweder auf die eigene Essenz oder auch bei dem Partnerschaftsdolm auf die Essenz als Partner. Was ist das, was euch als Freude verbindet? Ja, und dann kann man das wieder spüren und wieder dann von da aus neu auf das momentane Problem schauen und von da aus neu losgehen. Also das ist echt heilsam und macht viel Freude, damit den. Aber wir machen da jetzt nicht rituell oder irgendwas, gar nichts. Also ich habe da auch keine. Die Orte, wo die zu finden sind, wie wurden die ausgewählt? Ich vermute mal, die sind nicht zufällig da, wo sie sind. Also wahrscheinlich sind die werden die an speziellen Kraftorten auch aufgestellt. Oder was weißt du darüber? Genau, also die, wie es aussieht, sind unsere Vorfahren, waren die sehr hellfühlig, was die Erde angeht, wo man was bauen kann oder wo besondere Energie ist, das wussten die alles und haben genau dort speziell diese Dolmen oder ihre Häuser oder das und jenes dahin gebaut, wo es ein guter Platz ist dafür, ja. Und in Deutschland gibt es da spezielle Regionen, wo die sehr gehäuft vorkommen oder sind die gleichmäßig über Deutschland verteilt? Nee, es ist nur Norddeutschland. Also der südlichste, den wir jetzt gefunden haben, ist bei Kassel. Gibt es einen Langdolm. Auch der, das ist der mit dem Seelenloch vorne drin. Das kann ich dann nochmal extra erzählen, die Geschichte. Ansonsten sehr nur an der Küste oben, Norddeutschland. Das geht bis Holland und überall. Und dann aber wiederum auch in Russland. Und dann in Russland, genau. Wo in Russland? Im Kaukasus ist das. Um Gelenschik ist da die Hauptstadt und dann geht das so in die Berge rein. Also Schwarzmeerregion. Gelenschik, ja, genau. War ich auch mal. Ja, ja, das ist russische Schwarzmeerregion. Auch sehr dicht an der Krim, ne? Ja, ja, die ist nicht weit weg, genau. Auf der Krim ist ja auch alles voll mit diesen Dolmen. Ja, ich frage mich gerade, ich weiß nicht. Ich habe mich damit nie befasst, aber jetzt kommt spontan die Frage in mir auf, ob unsere Tradition der Grabsteine vielleicht dort auch irgendwie seine Wurzeln hat. Dass wir uns Steine ja vor das Grab parken. Gut, es gibt auch Holzkreuze, es gibt ja verschiedene Sachen, aber ja, der Grabstein, ja. Ne, warum hat ein Grab einen Stein? Naja, im Stein ist schon eine dichte Struktur, man kann schon da Energie abspeichern. Ne? Also das kann ich mir schon vorstellen, aber habe ich mir auch noch keine Gedanken gemacht. Ja. Wie ist das denn in Südeuropa? Du sagst ja, Portugal wiederum hat das auch. Ja, auch. Süddeutschland aber nicht. Also das ist ja auch irgendwie eine sehr ungleichmäßige Verteilung. Ja, finde ich auch gemein. ja, erstmal muss man ja die Steine haben, ja, diese Findlinge, um das damit aufbauen zu können. Das ist halt in Süddeutschland ein bisschen weniger. Anderer Stein auch. Und in Süddeutschland habe ich mehr nur so Kraftplätze gefunden. Also nicht diese Dolmen, sondern mehr so Kraftplätze halt. Genau. In Portugal, da gibt es wieder diese Dolmen. Gibt es auch richtig riesige, 8 Meter hoch. Also völlig Riesensteine. Das ist sowieso die Frage, wie sie die bewegt haben. Hast du dazu eine Theorie? Egal wie abgefahren, das ist ja so auch bei Stonehenge so und bei den Pyramiden so eine große Frage, wie hat man früher die Steine transportiert? Und da habe ich ja, ich bin da ja völlig ergebnisoffen, von Hochtechnologien über Baumstämme, auf denen die gezogen wurden, über die Theorie, dass das mit Schall ging. Was glaubst du? Es gibt mehrere Theorien, auf jeden Fall. Ich glaube, es geht über Schwingung, also gab wahrscheinlich besondere Menschen, die besondere Fähigkeiten hatten oder die quasi vom Himmel die Gabe hatten, Steine bewegen zu können durch Lieder, durch Gesang oder durch
Emotionen quasi mit den Steinen kommuniziert haben oder vielleicht auch die Schwingungsfrequenz so erhöhen konnten, dass die quasi nicht mehr in der Schwerkraft sind oder unterworfen sind. Das so gehe ich davon aus. Das ist auch das, was ich so recherchiert habe. Die Inka-Mauern, das sind ja auch riesige Steine, ja. Ich glaube, das ist so. In Tibet gibt es das auch mit den Liedern. Es ist ja die Frage, man sagt ja so normalerweise in der Geschichtsschreibung die Steinzeit, eine Zeit, wo die Menschen technologisch noch relativ primitiv waren und nur mit Stein arbeiten konnten und gearbeitet haben. Aber wenn man sich dann solche Sachen anguckt wie die Pyramiden, wie die Dolmen, wie diese Gräber, Megalithanlagen, da hat man ja das Gefühl, das war nicht eine Steinzeit, es war eher eine Zeit, wo die Menschen eine Manie für Steine hatten oder Steine eine herausragende Bedeutung hatten. Ja. Aber ob sie wirklich dann auch nur Steinwerkzeuge hatten, würde ich mit Fragezeichen versehen. Das ist halt was übrig geblieben, sind die Steine. Aber es bleibt spannend. Jetzt ist für mich auch die Frage, du sagst ja, das ist ja auch sehr individuell. Du empfängst dort in den Gräbern, wenn du die besuchst, Botschaften oder nimmst Dinge wahr. Das kann nicht jeder, klar, ist unterschiedlich. Aber was sind denn so die Dinge, die du konkret von den Steinen gelernt hast? Wo du jetzt sagst, das sind wirklich irgendwie Botschaften, auch wenn das sich das vielleicht nicht auf jeden jetzt übertragen lässt. Aber was hat's mit dir gemacht? Ja, genau. Also erstmal grundsätzlich, ich glaube, das kann jeder, es spürt auch jeder. Ist halt die Frage, ob es bis ins Bewusstsein durchkommt. Also davon bin ich überzeugt, dass das so ist. Die Hauptbotschaften sind gewesen, erstmal, das war auch spannend, die haben mir gezeigt, dass alle, die im Moment leben auf der Erde, alle die gleiche Verantwortung für die Erde haben und für das, was hier auf der Erde passiert. Das war so ein... Und man kann die nicht abgeben. Also man kann nicht sagen, ah, das ist der Umweltminister, der macht das dann schon. Das geht nicht. Wir haben alle die gleiche Verantwortung dem Leben gegenüber, vom Leben, dem Leben der Erde gegenüber. Das war so die Botschaft, die fand ich sehr spannend. Ja, dieses Zurückbesinnen, wieder auf mit der Erde leben und darauf Rücksicht nehmen, ja, das ist denen auch sehr wichtig. Also ich frage dann immer die Ahnen, was kann ich denn für euch tun? Ihr habt schon so viel für mich getan. Und die sagen immer wieder, am besten davon erzählen, alle, die es interessiert, dass sie zu den Dolmen gehen, dass sie wieder diese Rückanbindung ans Leben, an die Erde, weil umso schneller kann die Heilung passieren, ja, das ist so. Und inwieweit hatte ich dieses Hobby ist vielleicht falsch, und diese Arbeit ja auch, also diese Passion oder dieses Berufensein dafür, wie weit hat dich das persönlich verändert? Bist du ein Stück weit ein anderer Mensch dadurch geworden, weil du ein anderes Bewusstsein entwickelt hast? Naja, ich habe schon eine andere Sicht auf die Dinge bekommen, ja, und konnte auch viel fragen. Also wenn ich Fragen habe, fahre ich dahin und kriege auch jedes Mal eine Antwort und eine gute Antwort. Also es ist auch echt spannend, was da immer kommt und auch vieles, wovon ich nicht gerechnet habe. Ja. Genau, was ich auch noch spannend fand, man kann ja auch denken, man bildet sich das alles ein und es spinnt und das war am Anfang ganz schlimm. Doch das kann es auch keiner erzählen, sperren sich sofort ein. Und dann habe ich aber Bücher gelesen darüber. Und das war dann spannend, dass da das Gleiche drin stand, wie was ich als Botschaft bekommen habe. Ja, das war dann so eine Bestätigung dafür. Oder wenn ich mit anderen Menschen hingehe, ich habe nichts erzählt und die erzählen dann genau die gleichen Worte. Ja, das ist dann spannend, solche, wo ich dann dachte, ja, da muss ja was dran sein. Ja. Solche Erlebnisse kenne ich auch aus verschiedenen geistigen Arbeiten, wenn man so will. Also zum Beispiel aus der Hypnose kenne ich das, dass wenn ich in meiner Praxis jemanden in Hypnose, in Trance versetzt habe und der hatte dann gewisse Wahrnehmungen und war in seiner Wahrnehmung in einer Erinnerung, aha, und sagte beispielsweise, ja, ich war in meiner alten Wohnung im Flur. So, und dann habe ich auch ein inneres Bild von diesem Flur und dann habe ich den später, als die Sitzung schon vorbei war, gefragt, kannst du mir denn diesen Flur mal näher beschreiben? Aha. Und er beschreibt dann den Raum, den auch ich wahrgenommen habe. Ja. Oder vom holotropen Atmen kenne ich das. Das macht man ja oft in so Gruppen.
dass dann in der Gruppe hinterher, wenn darüber gesprochen wird, was jeder in der Atemsitzung erlebt hat, nicht alle Teilnehmer, aber verschiedene im ähnlichen Szenario waren. Also ich hatte da mal in so einer Sitzung teilgenommen und dann hatten verschiedene so Trips, das sind ja richtige Reisen, die man da macht, die mit dem alten Ägypten zusammenhingen. Klar, das kann bei jedem Menschen kommen, aber wenn in einer Gruppe mehrere in irgendeiner Form im alten Ägypten waren, dann fragst du dich schon, okay, wie kommt das jetzt zustande? Also das denke ich eh, es gibt morphogenetische Felder, es gibt telepathische Phänomene, es gibt einfach geistige Räume, die man gemeinsam auch anzapfen kann. Und da kann ich mir schon vorstellen, wenn man so einen Ort besucht und da gemeinsam dann arbeitet, dass auch die Wahrnehmungen übereinstimmen können. Auf jeden Fall, also... Können denn die Steinanlagen auch bei Krankheiten helfen? Seien sie psychisch, seien sie körperlich oder was weiß ich, Schwangerschaften oder was den Menschen so gesundheitlich bewegt? Ich beschreibe es einfach so. Also sie helfen einen, sich oder sie bringen einen mit sich selbst in Verbindung, mit seinem wahren Selbst. Und ich glaube, das wahre Selbst ist einfach heil. Und wenn man damit Kontakt hat und Verbindung hat, dadurch, finde ich, passiert die Heilung. Ja, das ist ja jeder, der mal im Krankenhaus war und irgendwann hat man so eine Erkenntnis oder ist wieder mit sich selber verbunden oder wieder in der Freude. Und dann setzt erst die Heilung ein. Also ich will da jetzt hier kein Heilsversprechen machen. Das machen wir auch nicht. Darum geht es auch nicht. Einfach grundsätzlich um deine Einschätzung. Ja, einfach dadurch, dass man wieder Kontakt mit sich selbst kommt, passieren viele Dinge. Da haben wir auch schon eine Menge erlebt. Also einfach aus dem heraus. Die meisten sprechen immer davon, sie wären innerlich neu sortiert. Das geht ziemlich schnell, ja. Hatten auch mal eine lustige Geschichte. Meine Frau eine Freundin mitgebracht, die... hat gerade an einem Ballettstück gearbeitet und wusste nicht, wie sie es machen soll, aber mit vielen Kindern große Verantwortung. Und die saß eine Minute bei den Dolmen und sprang auf und sagte, ey, ich muss jetzt ganz schnell nach Hause, ich muss das alles aufschreiben. Die hatte voll die Inspiration. Ja, ich habe ja mal in Nepal so eine Schamanreise gemacht. Gut, da haben wir nicht Dolmen besucht. Ich weiß auch nicht, ob es dort welche gibt, aber es würde mich auch nicht überraschen. Wobei, da bist du im Himalaya. Vielleicht sind diese Berge auch so mächtig, dass du da nicht wie in Norddeutschland auf dem flachen Land nachhelfen musst. Aber da waren wir einmal, haben wir so ein tibetisches Kloster besucht im Dschungel, am Berg, am Shivapuri-Berg. Und da waren so Höhlen. So Meditationshöhlen, so kleine Höhlen, die sind nur so 2 Meter tief und das war ein Nonnenkloster. Diese Nonnen ziehen sich dahin zurück und meditieren dort monatelang. Und die durften wir nutzen und haben in diesen Höhlen übernachtet. Also dann habe ich ja mehrere Nächte allein in so einer Höhle geschlafen. Und da war es aber auch so, dass ich ganz intensive Träume hatte und mich auch neu sortiert gefühlt habe. Und ich kann mir schon vorstellen, dass eine Höhle im Himalaya, wo auch ein Kloster in der Nähe ist, also auch Kloster wurden ja auch nicht irgendwo gebaut, wo ein besonderer Ort ist, vielleicht auch eine vergleichbare Wirkung haben, dann wie so eine Grabanlage. Ist ja letztens bist du in so einer Höhle auch von Steinen umgeben. Mhm. Also es scheint so zu sein, dass auf jeden Fall Steine, egal ob in der Natur, in Höhlen oder Steinplätze oder künstlich geschaffen mit Naturstein, doch so eine ganz starke Wirkung auf den Menschen haben, auf die Psyche. Das ist ja wirklich faszinierend. Ja, die verbinden die seelische Ebene wieder mit dem Kosmos, mit Mutter Erde, genau. Und da geht man in Austausch und ist in Verbindung. Das ist ja auch, was die innere Ruhe und die Heilung dann bringt, ja. Und auch wieder die Ausrichtung, dass man weiß, jetzt geht es dahin im Leben weiter oder das ist jetzt wichtig, ja, so. Jetzt sind ja auch irgendwann in der Kulturgeschichte dann richtige Tempel entstanden. Die Menschen haben dann angefangen, aus Steinhäuser für Gottheiten zu bauen. Und da gehen die Meinungen ja auch auseinander, ob das dann was Gutes war oder ob das letztlich dann eine Tendenz war, vielleicht auch schon entkoppelt von der Natur. Was weiß ich, wo dann die Kräfte eher gefangen gehalten werden oder wie schätzt du es ein? Wie stehst du zu steinernen Tempeln im Vergleich zu den Steingräbern? Ne, ich denke schon, dass da diese Abkopplung stattgefunden hat, indem man irgendetwas als Einzelnes herausgenommen hat und das als Extras angebetet hat. Ja, also das halte ich schon für die Abkopplung und nicht mehr das große Ganze, ja, mit seinen vielen Facetten als solches gesehen hat, ja, und dann ging es ja auch los, meiner ist besser als der oder der ist stärker als der, das
Ich glaube, da fing es an, schon zu degenerieren. Ja. Jetzt gibt es ja auch, behaupte ich mal, das ist eine Glaubensfrage, neben jetzt Menschen und deren Seelen, wenn du sagst, haben sich besondere Menschen entkörpert, es gibt ja auch so unabhängig vom Menschen eine geistige Welt mit Geistwesen, wie auch immer geartet, von positiven, helfenden Wesen bis auch dunklen, dämonischen. Wie wirken die denn auf diese Steinanlagen oder spielen die da eine Rolle oder gibt es vielleicht auch Steinanlagen, die aus irgendeinem Grund dunkle Energien haben oder negativ aufgeladen sind? Ja, haben wir auch gefunden. Da wurden dann irgendwelche merkwürdigen Rituale gemacht. Also ich kann das spüren und wenn ich das kann, versuche ich das dann zu heilen oder da zu helfen, dass das wieder in Harmonie kommt. Das habe ich auch schon getroffen. Gibt es auch ganz viel, dass das für irgendwelche Sachen missbraucht wurde. Ja, ist ja klar, wenn das eine energetisch starke Sache ist, dann... Hast du da Orte, wo jetzt so negativ aufgeladene Dolmen waren? Ja, das findet man ab und zu mal wieder. Also viele, ja, das ist auch zwischendrin. Kann einmal ein guter sein, der andere, da fühlt sich irgendwie komisch an, muss man dann mal gucken, was da gewesen ist. Das ist wie, als ob ich durch die verschiedenen Schichten durchgehe. Erstmal gehe ich zur Urschicht, quasi wie es eigentlich gedacht ist. Und dann schaue ich, was da drüber liegt und versuche das in Heilung zu bringen. Ja. Und in welchen Zeiten, glaubst du, kamen da negative Energien rein? Das ist ganz verschieden. Wir haben da bis noch vor den Weltkriegen, Dritte Reich, Kirchenzeit, das ist alles dabei. Also bis 2000 Jahre zurück. Ja. Also da hat jeder, was er sich so gerade vorgestellt hat, ist da gerade passiert. Ja. Aber ja. Bildest du auch Leute aus im Umgang mit den Gräbern? Oder? Nee, wir machen nur so, also wir machen so Führungen dahin und auch dann spezielle, dass man sein feines Gefühl besser entwickelt und geben da Hilfestellung, auf was man da achten muss und sowas, das machen wir. Und ihr bietet diese Reisen auch noch an? Also ja, wenn jetzt hier interessierte Zuschauer sind und sagen, wir wollen mit Mike das machen, können sie dich... Können wir gerne dahin gehen. Können wir, genau. Also ihr findet unten in der Videobeschreibung alle notwendigen Links und so weiter, aber dann kann man dich kontaktieren kann und man mich solch, kontaktieren, solche Reisen buchen, genau, und machen. Kann man daran teilnehmen, gibt es verschiedene. Hast du rund um das Thema Literaturtipps? Gibt's ziemlich, ja, habe ich. Ist auch nicht so viel. Es gibt einmal von der Sabine Lichtenfeld. Das Buch heißt Traumsteine. Das ist das erste, was ich gelesen habe. Die hat auch noch mehr Bücher geschrieben, aber super spannend, auch über Malta. Da sind ja auch so alte Tempel und so, wofür die eigentlich sind. Auch Katakomben. Ja, ja, es ist Malta super ist sehr, spannend. Sehr spannend. Also wer da geistig ein bisschen offen ist, das ist spannender als jeder Krimi. Dann gibt es, ich glaube, Johannes Groth heißt der. Der hat ein Fotoband gemacht, ist aber alles in meinen Links. Der ist in Deutschland rumgefahren, hat alle Dolmen mal fotografiert, auch extrem aufwendig, noch mit einer ganz speziellen Kamera. Also super Bildband, also das lohnt sich auch. Ja, also ist auch auf meiner Seite. In Russland gibt es halt diejenigen, die da rumlaufen, um diese Dolmenweisen zu interviewen. Das gibt es nur auf Russisch, so kleine Heftchen. Die haben aber auch eine eigene Seite, wo die das dann immer online stellen. Und da habe ich auch Übersetzungen. Habe ich einen Freund, der übersetzt das hier in Deutschland, in Deutsch. Und da gibt es Übersetzungen, alles auf meiner Seite. Ah, das ist super. Also Leute, checkt die Internetseite von Mike aus. Da findet ihr echt die interessanten Hintergrundinformationen. Mich würde interessieren, wer sind in Russland diese Leute, die das machen? Sind das Russen? Es gibt ja viele Volksgruppen in Russland. Oder ist das von irgendeiner ethnischen Minderheit? Weiß nicht. Okay. kenne ich nicht so viele. Das ist so ähnlich wie wir hier. Die haben das... fanden das spannend und sind dem nachgegangen. Ja. Und da gibt es auch ein Pärchen, das ist so ähnlich das Pendant zu uns, die da auch rumlaufen. Und das ist richtig spannend, wenn dann die Leute kommen, die zu den Dolmen wollen, melden sich schon die Dolmenweisen bei denen, die die Führung machen und sagen, ihr müsst mit dem zu dem Dolm, mit dem zu dem Dolm. Also okay, das, so eine Verbindung. Ja, genau, so eine starke Verbindung ist da. Genau. Jetzt würde mich auch noch mal interessieren, wenn man sich so mit solchen Kraftorten befasst, gibt es da auch andere Arten von Kraftorten, die dich
interessieren oder vergleichbar sind. Ich meine, sowas wie heilige Bäume, heilige Quellen, ja. Flüsse, Berge. Und wie hängen die vielleicht zusammen mit den Gräbern? Was kannst du darüber erzählen? Haben wir auch auf unserer Seite, gibt eine eigene Rubrik, die Kraftplätze. Da sind die Bäume, die sind auch zu uns gekommen, und Quellen. Da haben wir leider nicht mehr so viele, sehr wichtige, ja, wie die Quelle an sich halt vom Schöpfer ist, kann man sich da auch gut mit den Quellen verbinden, das ist auch ähnlich. Bäume ist auch sehr spannend, bei den Dolmen zum Beispiel begegnet uns immer wieder der Weißdorn. Der Weißdorn hält von sich aus negative Kräfte fern und zieht die lichten Kräfte rein. Das ist so ein Schutzbaum für die Dolmen. Und was wir auch nicht selten sehen, ist, dass dieser Weißdorn richtig über den Dolmen drüber... Also Weißdorn wächst oft bei diesen Grabanlagen? Ja, also zu 90% ist immer Weißdorn da, kann man sich schon von ausgehen. Warum auch immer, ja, völlig spannend, ja. ja, zu Bäumen haben wir auch, wir haben... fahren so älteste Bäume, und mit denen kann man auch, weil die haben nochmal eine individuellere Seele als jetzt so die normalen Bäume im Wald. Mit denen kann man auch, haben wir auch schon viele Botschaften bekommen, und kann ich auch nur empfehlen, sucht alte Bäume und einfach nur da Zeit verbringen. Da muss nicht viel Kopfkino passieren, einfach Zeit verbringen da, das ist schon Heilung und Segen für sich. Ja. Machst du auch so Sachen wie so schamanisches Trommeln oder irgendwie solche Geschichten an solchen Bäumen oder Gräbern? Oder ist das hilfreich? Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, dass so der eine oder andere denkt, Mensch, nachdem er es hier geguckt hat, ich will auch zu so einem Grab, und dass das so zu dem Repertoire gehört, was Leute da vielleicht machen würden. Und da würde mich einfach interessieren, hast du Erfahrungen? Hat sich das gut ausgewirkt oder ist das gar nicht notwendig? Also das schamanische Trommeln, das macht meine Frau. Die ist da, das machen wir dann immer, dann trommelt sie, wenn das Menschen wünschen. Und da kann man nochmal tiefer einsteigen und hat dann wirklich Reisen und so. Das ist aber dann ihr Bereich. So, ja. Und das ist super, das geht gut, und Räuchern ist immer eine schöne Stimmung, passiert viel. Den einen waren wir auch mal, das sah aus, der war richtig mit dem Stein verschmolzen, weil es einfach von der Energie so schön war. Ja. Und das ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz wichtige Frage für unsere Zuschauer. Du musst uns so ein bisschen so eine Top-3-Liste oder so der besten Orte deiner Meinung nach mal nennen, wo man hinfahren kann. Ich meine, klar, man kann das googeln und es gibt ganz viele, und meistens hat man auch irgendwo in der Region so einen Ort. Aber was sind die deiner Erfahrung nach wirklich lebens- und sehenswertesten Dolmen, ja, in Deutschland? Ja, ich sag mal die Region immer, weil das schwierig ist. Also um Osnabrück rum gibt es ganz viel Dolmen, und da geht eine Megalithstraße direkt nach Bremen hoch. Das ist sehr spannend. Da habe ich übrigens Dolmen gefunden, wo wirklich jemand begraben war. Und zwar waren das Könige und ein Königssohn. Und die aber aus so einer himmlischen Hierarchie waren. Also es waren besondere Menschen. Aber das können wir mal später, im zweiten Teil vielleicht mal näher eingehen. Dann gibt es um Haldensleben herum eine große Konzentration. Das geht bis Halle runter. In Haldensleben, da gibt es über 100 in einem Waldstück, was man fußläufig erreichen kann. Eine Karte dazu ist auch auf unserer Internetseite. Kann man sich das anschauen. Dann die ganze Küste. Das ist von Eckernförde, das geht bis rüber bis zur polnischen Grenze und noch weiter. In Polen gibt es auch ganz viele, aber da war ich noch nicht. Und so Halle rum, Osnabrück und die Küste Rerik oben, da ist so, wo wir am meisten sind. Du sagtest ja, sehr interessant, von Osnabrück nach Bremen gibt es eine Megalithstraße. Ja, genau. Meinst du, waren die auch mal an einer Straße angelegt, oder heißt das nur so, oder ist das wie so eine Perlenkette, oder wie kann man sich mir das vorstellen? Ja, es geht um einen leichten Bogen da hoch, ja, aber es ist eine starke Konzentration, aber warum? Es gibt ja auch diese Leylines. Was mir auch gezeigt wurde, war, dass alle Dolmen untereinander energetisch verbunden sind. Also das war wie so ein Netz, was quasi über die Erde so ein energetisches Netz bildet, ja. Und,
Ja, nee, das finde ich nur interessant. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich frage mich nur, wie es funktioniert. Also wenn die energetisch verbunden sind, kann man dann vielleicht auch davon ausgehen, dass dann so eine Anhäufung von Dolmen wie so eine Gesamtanlage funktioniert oder vielleicht auch so konzipiert worden ist. Ja, habe ich mich auch gefragt. Da in Haldensleben ist zum Beispiel so, dass da die Steinplatten oder die Schichten, die sind nicht waagerecht, sondern die sind irgendwie unterirdisch mehr aufgerichtet und dadurch ist die Erdenergie stärker präsent und deswegen haben die da ganz viel dahin gebaut. Also da kann man fußläufig von einem zum nächsten gehen. Das ist so lange, bis man nicht mehr kann. Und hast du zu den Leylines, sind die direkt mit den Dolmen verbunden? Also gibt es, ich weiß gar nicht, wie die Leylines, wie die definiert sind. Also gibt es, ich habe da auch mal so Karten gesehen, aber sind die festgelegt, dass hier ist eine Leyline und dort? Oder gibt es da verschiedene Modelle und mal stimmen die mit den Dolmen überein und mal weniger? Nee, da habe ich auch noch nichts gesehen. Ich glaube nur, dass die immer feiner werden, dann diese, also da wieder eins und noch ein feineres Netz, ja, oder noch mal eine eigene Struktur. Gibt zum Beispiel, das habe ich auch ein Buch auf meiner Seite, ein, der hat 300 Kirchen untersucht und 289 oder so stehen auf alten heidnischen oder auf so alten Plätzen, wo mit Sicherheit mal so ein Dolmen oder Großsteingrab war, ja. Und die, ja, auch sehr spannendes Buch. Ja, weil natürlich auch alte Kirchen sind ja auch Ritualbauten und haben ja oft auch den Turm, wo man sich auch fragen kann, warum haben die einen Turm? Ist ja auch wie so eine Art Obelisk in einem gewissen Sinne oder wie eine Antenne und dann auf so einem Ort und vielleicht noch so ein altes Grab darunter. Na, es ist ja auch so, dass die Kirchen, damit habe ich mich mal befasst, das ist auch ganz spannend, die entstanden. Also eine Kirche hat eigentlich immer unter dem Altar eine Krypta mit einem heiligen Grab Ah, oder eine richtig. Reliquie. Irgendwas Besonderes. Ja, und das entstand aus der Tradition der römischen Katakomben, als die Kultanlagen der Christen auch in Höhlen waren. Also es gibt auch eine frühchristliche Verbindung, würde ich sagen, zu den Steinen, wie auch immer sie beschaffen ist. Näher erforscht habe ich es nicht, aber Höhlen, Gräber und solche Dinge haben auch im frühen Christentum eine ganz große Rolle gespielt bei den Sakralbauten. Ja, ich glaube auch, dass das energetische Netz für die wichtig war. Deswegen konnten die nicht daneben bauen. Die mussten das auf den Punkt bauen, um an dieses Netz angeschlossen zu sein. Das ist meine Theorie. In Portugal ist es sowieso ganz witzig. Da hat man hinten den Dolmen ganz groß und dick und vorne direkt, also ist alles verwachsen, ist die Kirche drin oder die Kapelle. Sieht ganz lustig aus. So. Ja. Ja, jetzt musst du uns natürlich noch doch die Geschichte mit dem Königssohn erzählen, wo du gesagt hast, das ist für die nächste Sendung. Was hat's damit auf sich? Das war echt spannend, weil wir kommen da hin, ich gucke nur, wo ist der, fahre dann mit Navi dahin und dann komme ich auf den Golfplatz raus und denke, hä, was ist denn hier los? Ja, und dann war das Grab direkt neben dem Golfplatz. Und dann gehe ich da rum und gucke so. Es erscheint immer so ein ganz dickerer König sitzt da. Also erscheint vor deinem Inneren, in Ja, deiner vor meinem Wahrnehmung. inneren Auge sitzt da, ja. Und ich denke, der hat sich ja einen schönen Platz. Also ist auch noch der Golfplatz, wo eh so alles gehoben und schicker ist, ja, darum. Genau, und der war da und fand sich da toll. Alles war klasse, ja. Und dann dachte ich, ja, was ist denn jetzt hier die Aufgabe so, ja. Und dann habe ich gesehen, dass er seine eigentliche Aufgabe vergessen hatte, also das wahrhaftige Himmlische auf die Erde zu bringen. Das habe ich ihm dann auch erzählt und erzählt hat er sich dann auch erinnert und dass das energetisch wieder wirken kann, so, ne? Also witzige Geschichten. Und das Grab war auf dem Golfplatz oder Ja, versteckt direkt oder neben dem konntest du es? Parkplatz. Achso, Nee, also du das konntest es konnten aber sie. noch finden. Ja, das ist zwar 30 Meter lang, also da gibt es auch unterschiedliche, also es gibt bis 100 Meter lang, kann man sich gar nicht vorstellen, 100 Meter lange Steinreihen, ist bei Eckernförde da oben oder bei Bremen gibt es das auch. Das längste, wo ich war, 50 Meter und das dann auch, und manche sind auch wie ein Schiff angelegt. Also das hat man ja auch viel in Schweden oder in Frankreich, diese Schiffsform. Ja, es ist einfach ein Riesengebiet, was Jetzt sind ja auch manche Megalithanlagen, so Beispiel Stonehenge ist ja sehr, sehr berühmt, so kalendarisch.
Haben die denn neben diesen astronomisch-astrologischen Funktionen auch noch eine energetische, von der du weißt, vergleichbar mit den Gräbern? Nein, da habe ich mich nicht mit beschäftigt. Es gibt, wo ich war, mal einmal in Berlin, der sich damit beschäftigt, dass die wirklich alle speziell ausgerichtet sind, aber nach meinem Wissen ist es nicht speziell dafür. Ja. Ja, super. Mike, ich bedanke mich, dass du da warst. Sehr interessantes Gespräch. Tausend Dank für diese spannenden Einblicke in die Welt der Kraftsteine, der Megalithe, Dolmen, Menhire und was es da alles gibt. Und ja, vielleicht schaffen wir es ja auch irgendwann, zumindest würde ich mir das für die Zukunft wünschen, dass wir irgendwie eine Sendung mal machen an so einem Ort und da filmen. Ist natürlich alles eine Logistik- und Kostenfrage, ja, aber genau. Der Kanal entwickelt sich auch weiter, ausgeschlossen ist das nicht. Liebe Zuschauer, ich hoffe, ihr hattet Spaß, Freude, Inspiration. Ich bin gespannt, was ihr so dazu schreiben werdet, was ihr vielleicht auch für Erfahrungen mit solchen Orten gemacht habt, denn viele haben sowas in der Nachbarschaft, selbst bei mir hier im Süden von Hamburg gibt es in der Umgebung so ein altes Grab, was ich kenne von Waldspaziergängen. Ja, es ist Teil unseres geschichtlichen Erbes. Es ist ein Erbe unserer Ahnen und es ist weitestgehend in Vergessenheit geraten. Und ich finde, das hat einen großen Stellenwert, sich damit mal wieder zu befassen. Und deshalb finde ich deine Arbeit schön. Also im wahrsten Sinne des Wortes, irgendwie, das ist, finde ich, ganz was Schöngeistiges, diese alten Gräber oder also Gräber in Anführungsstrichen, diese Steinplätze zu besuchen und dort sich mit den Energien zu verbinden. Ja, ja, macht wahnsinnig Spaß und Freude ist mal ein Wunder, so ein bisschen. Und bin den Ahnen wahnsinnig dankbar, dass es das überhaupt gibt, weil dadurch kann man sich wirklich anbinden, weil wir haben echt sonst Schwierigkeiten hier, wenn das ganze Wissen und die auch diese Anbindung ist so wichtig. Ja, darum geht es halt. Genau. Ja. Vielen Dank, Mike. Vielen Dank. Und liebe Freunde, liebe Leute, ciao und bis bald. Ciao, ciao.